Hallo, in dem kleinen Video zeige ich euch, wie man in Google Chrome Browser Lesezeichen exportiert. Ich habe hier zum Beispiel so einen kleinen Ordner, also hier oben in der Leseleiste kann man Ordner erstellen und die kann man sich auch anschauen, diese ganzen Teile im Lesezeichenmanager. Wenn man die jetzt exportieren möchte und dann einfach markiert und sagt kopieren und fügt die jetzt irgendwo ein, machen wir hier kopieren und wir gehen jetzt zum Beispiel in Word oder in eine E-Mail, fügt die jetzt ein, dann ist da natürlich nichts drauf. Ja. Das geht so nicht. Drum machen wir Folgendes. Da könnt ihr lang suchen hier unter Menü. Unter Organisieren gibt es ein schönes Teil und zwar Lesezeichen in HTML-Datei exportieren. Machen wir mal. Tada. So, Dateityp. Wir legen das jetzt einfach mal auf unseren Desktop unter Bookmarks. Einfach, ja, okay. So speichern. Den Typ brauchen wir hier gar nicht. Speichern. Und wenn ich jetzt auf meinen schönen Desktop gehe, da sehe ich hier meine Bookmarks. Die kann ich jetzt direkt öffnen, wenn ich will. Dann habe ich sie in so einer Liste drin, ja. Und die Liste reicht eigentlich immer aus. Leider kann man die nicht, kriegt man die nicht anders dargestellt. Und da habe ich jetzt unter irgendwo meinen Ordner. Den hier, den kann ich so nehmen und kopieren und dann in mein Word-Dokument mit einfügen. Und jetzt habe ich das als Linkliste mit drin, nicht irgendwie als anderes Zeugs, auch wenn ich es überschrieben habe. Also auch wenn man hier davor irgendwie einen Text reingefügt hat. Das mache ich manchmal beim Google Chrome. Hier zum Beispiel, wenn man hier sagt, naja, das möchte ich bearbeiten. KOH ist das die Lauge. Wenn ich es jetzt exportiere, dann habe ich es auch so drin steht. Oder wenn man Sortierung reinmacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen was helfen. Wie gesagt, daran denke, dass ihr hier oben das ganze Teil findet unter Exportieren.